Hallo? Ja, Sie wollten, dass ich Sie anrufe, Herr Peter. Ja. Und zwar, wann denn die Neuwahlen sind für den Bürgermeister? Keine Ahnung, warum fragen Sie das mich? Weil sie ja auch das Misstrauensvotum einberufen hatten. Deswegen frage ich. Ja, wissen Sie, wenn es nach mir geht, würde ich gar keinen neuen Bürgermeister wählen. Also wir Gar machen keinen. einfach eine Bürgerversammlung oder sowas Ähnliches. Ja. Und wir entscheiden selber, was für uns gut ist. Also wenn es nach mir ginge. Ich Okay. weiß natürlich nicht, was der Rest davon Das hält. weiß ich auch nicht. Ich finde das eine gute Idee. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Warum geht denn das hier jetzt nicht? Ich schreibe das mal rein, wann vielleicht um 16 Uhr da oben bei den Biobauern, da diese Gaststätte. Stimmt, der Sepp, wo ist denn der Sepp eigentlich? Ist anscheinend krank oder beurlaubt, das weiß ich jetzt nicht. Ich hätte eine andere Lokalität. Welche? Kennst du die untere BGA? Ja. Da ist ein See. Ein See. Ja, ich glaube, da war ein See. Ach, ja. Daher könnten wir uns da auch mal treffen. Okay. Aber vielleicht erst am Montag wieder. Direkt Montag. Das wäre, denke ich, am besten. Okay. Gut. Ja, und dann gucken wir mal, was die Leute so wollen. Ja. Gut, dann bis Montag spätestens, ja. Ja, was machen Sie denn eigentlich gerade? Ich habe gerade bei meinen Schäfchen sauber gemacht. Brauchen Sie irgendwie Hilfe, weil ich habe nichts zu tun gerade. Moment, ich muss mal gerade gleich aufs GPS gucken. Oder aufs Satellitenbild. Ich würde Ihnen natürlich auch was zahlen. Sie würden mir was zahlen, dass Sie bei mir arbeiten dürfen. Ach, oh lol. Können Sie gerne tun. Ja, naja, ich bin durch. Ich habe Also. ein bisschen zu viel schon Bier gesoffen. Schon wieder. Dann schlafen Sie sich lieber mal aus. Und wenn Sie ausgeschlafen sind, dann können Sie mir bei der Ernte helfen oder so. Bin ausgeschlafen immer. Haben Sie eine Idee, wie man schnell Geld kriegen kann? Wenn man schnell Geld kriegen kann, Ja. indem man Sojabohnen an Lohnunternehmen verkauft. Okay, Sojabohnen habe ich angesät. Ich habe da eben 47.000 gekriegt von meinem kleinen Feld. Wie viele Liter haben Sie gehabt? Das war so, glaube ich, 16.000. 16.000. Ja. Okay. Also ist schon relativ gut. Ja, ich werde die Tage dann mal meine Felder verkaufen. Okay. Ja, das bringt mir nichts. Die sind so weit weg, weißt du? Da kriege ich keine Kohle dafür. Dann kauf ich auch lieber entweder die über dir oder unter dir. Ja, zumindest auf jeden Fall müssen die näher bei mir dran sein an meinem Hof. Ja, oder die 80 oder so. Ja, und dann müssen wir uns auch nochmal unterhalten wegen Maschinen, gell? Maschinen? Ich brauchte da noch Sämaschine und so Zeugs. Ja. Da wolltest du Das mir machen eigentlich ein wir. Angebot zusammenstellen. Wollte ich das? Ja. War schon wieder lange her. Ja. Ich hab gerade ein bisschen technische Probleme. Ah, jetzt geht's. Jo, also wenn du Zeit hast, dann mach das mal. Eine Direktzeit wäre schön. Die Rauschkonto würde ich dir empfehlen, kann ich jetzt schon sagen. Ja, schenkst du mir dann noch einen Traktor, der die ziehen kann? Nein. Ja, dann wird das wohl nichts. Der hat doch 125 PS, oder? Ja. Weißt du, wenn ich hier mit dem Mähwerk, Frontmähwerk und Ladewagen unterwegs bin, dann bin ich schon an der Grenze. Ja, es ist das Problem, dass es gibt sehr wenig Maschinen, die dafür geeignet sind, für diesen PS-Bereich. Aber ich habe halt nicht mehr Kohle, weißt du?
Ja, das einzige, was relativ größer wäre, was auch nur 100 PS bräuchte, wäre die Kuhn BTF 4000 und den Frontank dazu. Okay. Wie viel Arbeitsbreite hat die? 4 Meter. Die anderen haben alle nur 3. Okay. Also es ist hier so eine 3 Meter. Na, das ist. Ich will ja auch zu was kommen und nicht hier die ganze Zeit stehen bleiben. Ja, deswegen sag ich ja die 4 Meter. Okay. Und was kostet die? Die kostet 25.000. Okay, kannst du dir das gleich mal notieren? Ja. Sämaschine. Das ist eine Direktsaat. Warte. Nein. Das ist schlecht, ich brauche eine Direktsaat. Weil sonst. Hier, die Starer kostet 39.000 auf 108 PS und die hat Direktsaat. Hat aber nur 3,6 Meter. Was nochmal? Die Starer ja. Hat 3,6 Meter, 308 PS und hat Direktsaat. Und Düngefunktion. Und Düngefunktion, das hört sich doch schon mal interessant an. 39.000. 39 und das nächste größere? Das ist die Horststandschaft. Nee, es wäre dann die Rapid, die Pferderstadt. Die hat dann 6 Meter. Ah, die hat 6 Meter, wie viel PS? Die braucht 180. Ah. Und die Horsch braucht den Gegner schon 270. Und hat nur 3 Meter mehr. Ja, na, 3 Meter. Hoppel, hoppel. Okay. Ich muss mal gucken. Je größer, desto besser, ist natürlich klar. Ja, das ist da. Und man braucht halt auch PS, das ist auch klar. Ja, ich muss mal gucken, wie viel mir Felderkauf 24 oder so bietet. Für meine Felder. 24? Ja, Felderkauf 24, das ist so ein Internetportal, da kannst du deine Felder verkaufen. Ach so, ja. Ja, Felder, ja. Ja. Und dann muss ich mal, je nachdem, was ich da rauskriege, dann kann ich mir vielleicht auch einen größeren Traktor leisten. Gucken wir mal. Okay, gut, danke aber erstmal, ja? Ja, dann tschüss. Also 180 PS brauche ich. Oder ich investiere erstmal in besseres Equipment und verzichte auf Felder. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, dass ich mir dann eher Felder pachte. Glaube ich zumindest ein. Ich kann ja hier unten ein paar kleinere Felder kaufen. Ja, und so. Ja, ich muss irgendwie schneller zu Geld kommen. Das mit den Schafen ist zwar eine gute Idee. Die sind ein bisschen zu langsam. Aus meiner Sicht. Oder aber ich kriege natürlich noch mal irgendwie eine Subventionierung oder sowas hin. Das muss ich dann aber auch am Montag mit dem Bürgermeister klären. Stellvertretender Bürgermeister oder beziehungsweise wenn wir das über eine Bürgerwehr oder keine Ahnung, wie man sich das nennt, Gemeinderat lösen kann. Dann wäre das natürlich auch eine Option für mich.
Das muss ich aber dann am Montag gucken. Naja, jetzt habe ich dann gleich den zweiten Grasschnitt hier durch. Dann läuft die Pacht hier auch aus. Streifen nehme ich auch mit. Alles, was nur geht. Vielleicht, warte mal. Ich rufe den Jürgen nochmal an. Hallo? Hallo Jürgen. Ja? Du, ich habe noch eine Frage an dich. Ja? Was denkst du denn mit neuem Bürgermeister und so? Soll ich da denken? Ja, was denkst du? Was hast du für einen Plan? Also auf jeden Fall neuen wählen, würde ich sagen. Ja? Ja, können wir ja, keine Ahnung, vielleicht morgen auf unserem Bauhoffest noch machen. Okay. Währenddessen. Ich bin ja eher der Meinung, dass wir gar keinen Bürgermeister mehr wählen. Gar keinen. Nee. Ja, ging auch, ne? Sondern dass wir sagen, wir machen hier eine Bürgerinitiative und nur so ein, weißt du, so, wie soll man das nennen? Ey, warte mal kurz. Ey, sorry, hallo, jetzt nochmal. Ja. Ich hab gerade irgendwie so komische Geräusche in Real Life. Wo war ich stehen geblieben? Bürgerversammlung und so Zeuge. Dass wir einfach so einen Gemeinderat haben, der gemeinsam entscheidet. Und nicht einer über alles entscheidet. Ja, das finde ich gut. Gut, ja. Also das wäre meine Idee. Der Hans-Peter ist auch der Meinung, dass es vielleicht eher was werden könnte. Ja, das ist auch gut. Das ist auch eine gute Idee. Ja, müssen wir halt gucken. Ach so, warte mal. Stimmt, dann könnten wir es auch auf deinem Fest machen. Hans-Peter und ich hatten eigentlich den Gedanken, wir treffen uns unten am See. Aber dann könnte man das doch auch direkt bei dir machen. Ja, ja. Also dein Fest ist am Montag, oder? Genau. Ja, perfekt. Dann treffen wir uns am Montag bei dir. Beziehungsweise das ist ja dann um so in einer Stunde. Ja. Um 13 Uhr. Ja. Oh, ich bin voll. Bin gerade am Grasschnitt machen, weißt du? Warum ist der jetzt gerade nicht? Dann 13 Uhr, okay. Okay. Gut, dann bis später, ja? Jo. Tschüss. Jo. Okay, noch einer mehr, der dafür ist. Das ist immer gut. Man müsste immer Leute gewinnen für eine gleiche Idee. Weil dann ist es besser, die umzusetzen oder durchzusetzen. So, ich krieg da noch mal einen Ladewagen vielleicht runter von dem Feld. Wäre zumindest gut. Das ist nämlich auch wieder erledigt. Eine Sache weniger, die wir machen müssen.
Was hat der mir gezahlt? 3000 irgendwas. Für 23.000? Muss ich gerade mal rechnen. 23.000 mal 0,166. Der hat weniger gezahlt, die Ratte. Moment, das kläre ich jetzt gerade noch mal. Das ist ja einer. Herr Müller. Herr Müller, bitte. Ich weiß schon, wie ich das rauskriege. Hallo. Hallo, guten Tag. Sie wollten, dass ich anrufe? Ja, ich wollte noch mal wissen, ich hätte noch mal 23.000 Liter Gras für Sie. Was Sie dafür wollen. Zahlen. Muss ich auch gerade ganz kurz nachschauen. Wo habe ich's? Wie viele Liter sind das? 23.000. 23.000. So, das sind 3.910 Euro. Also in dem Fall jetzt dann 4.000. Ah, okay. Gut. Vorhin war der Preis aber deutlich niedriger, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ja, kann sein. Ich habe den Preis jetzt nicht mehr im Kopf. Okay. Gut, dann würde ich Ihnen da heute Nachmittag noch was vorbeibringen. Jo, machen Sie das. Gut, bis dann. Ja, ciao. Tschüss. Okay, er hat mich doch nicht übers Ohr gehauen. Dann nimmt er immer relativ aktuelle Preise. Das ist ja dann schon mal ein Vorteil, wenn die da ehrlich sind beim Landhandel. Dann verkauft man denen auch gerne mal was. Für Instagram machen. Gut, gut. Dann kriegen die auf jeden Fall nochmal 30.000 oder 23.000 Gras. Ich hoffe nicht ein bisschen Geld. Und ja, dann geht's hoffentlich weiter. Das Main von der kleinen Wiese ist schon ein bisschen lästig. So ist es halt. Auch Kleinvieh macht Mist. Heute ist irgendwie komisch. Also wir hatten bisher wirklich serverseitig noch keine Probleme. Es hat alles immer wunderbar geklappt. Heute habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen mehr leckt wie sonst. Also ein bisschen leckt. Hallo.
Gegner. Für das, dass wir ziemlich viele Mods drauf haben und alles mögliche, haben wir einen ganz guten Server beisammen. Aber jetzt seht ihr, das ruckelt. Dann kann ich das Feld auch zurückgeben. Du fährst hier so viel im Kreis, da würde gar nicht, würde richtig schlecht. Also irgendwas passt gerade gar nicht. Würde ich echt mal sagen. Irgendeiner macht irgendwas. Entweder wird gerade ziemlich viel Maschinen gekauft oder einer bearbeitet das Land oder irgendwas. Sonst würde das nicht so rütteln. Ich kann ja kaum geradeaus fahren. Es hängt aber mit dem Mehrwerk zusammen. Das ist komisch. Wenn das Mehrwerk unten ist und ich fahre, dann passiert das. Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Achso, ich mache jetzt Mehrwerk wieder hoch. Ne, immer noch. Okay, liegt nicht am Mehrwerk. Aber ich will das jetzt hier noch fertig mähen. Ziemlich arg. Vielleicht muss der auch mal zum Service. Schau ich mal nächste Woche. Im Moment möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir probieren schon uns immer Mühe zu geben, dass es irgendwie abwechslungsreich wird und dass man auch was Neues sieht. Aber es dauert halt, bis wir hier mit der bis man halt hier vorwärts kommt, weil wir spielen einmal in der Woche 2 Stunden hier auf dem Stand, dass ihr auch alles mitkriegen könnt. Ich glaube, ich muss zur Werkstatt mit dem Trigger. Naja, aber jetzt ist erstmal Feierabend. Gut, und von mir deshalb an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut gerne morgen auch wieder rein um 16 Uhr bei Real Farming LS19 Meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.